Wir hatten viele Pläne für gestern. Die meisten haben nicht geklappt, weil ich gestern den ganzen Tag krank im Bett gelegen habe. Total ärgerlich. Aber heute werden wir wieder den ganzen Tag unterwegs sein, denke ich mal. Wenn ich das irgendwie schaffe. Naja, wir haben gerade gefrühstückt und gleich wollen wir uns ein paar Fahrräder leihen und dann fahren wir hier zum Bill, so heißt das westliche Ende von Jüst. Optimal ist es nicht, aber dafür nehme ich ein E-Bike. Dann geht das schon. So, jetzt haben wir hier zwei E-Bikes gemietet. In meinem Zustand auf jeden Fall sinnvoll. Ich habe mein Fahrrad die ganze Zeit auf Turbo stehen. Da kann ich, glaube ich, die Insel fünfmal umrunden, bevor das Ding leer ist. Das fährt ja quasi von alleine. Und Gesa muss hier den Anhänger ziehen, aber ja, doch ein E-Bike. Und schon sind wir unterwegs. Laut Google soll die Strecke ungefähr 20 Minuten dauern. Wir fahren extra langsam, also brauchen wir 40. Aber Leute, die Distanzen sind echt alle nicht der Rede wert. Die ganze Insel ist wohl 16 Kilometer lang. Also wer will, kann auch locker an einem Tag dreimal von einem Ende bis zum anderen fahren. Wollen wir aber nicht. Wir wollen hier chillen und spießigen Urlaub machen. Deswegen kommen wir an der Domäne Bill, essen da schön und dann fahren wir wieder zurück. Und ansonsten würde ich sagen, Business as usual. Wir sind am Strand, sammeln Muscheln, gehen ins Kino und schauen irgendeinen Film einfach mal, um das Retro-Feeling dieses Kinos zu genießen. Damit sind wir übrigens die Ausnahme, denn wir haben den Saal für uns ganz alleine. Ja, das Kino für uns. Ja, wir sind und tatsächlich alleine hier im Kino. Dann gehen wir wieder ein bisschen am Strand spazieren. Die Aufnahme ist übrigens hier von der Wanderung zum Flugplatz, der, glaube ich, 3 Kilometer entfernt ist. Ich glaube, die coolsten Sachen habe ich im Wesentlichen verpasst, weil, naja, ich habe krank im Bett gelegen. Aber dafür waren wir zum Trost vorhin erstmal Drachen steigen lassen. Irgendwie, finde ich, an der Nordsee gehört das dazu. Na jedenfalls steht fest, wir haben alles gemacht und sind total entschleunigt. Das ist auch gut, weil nach einer Woche ist jetzt der Urlaub vorbei. Das heißt ja dann, die Reise, die kann jetzt beginnen. Also ich meine nicht nur die Abreise, sondern wir haben tatsächlich nächster Zeit auch noch größere Pläne. Allerdings heute nicht mehr. Heute fahren wir nur nach Hause und hinein ins Unwetter. Wobei, und das fand ich ganz erstaunlich und muss betont werden, auf Jüst war eine Woche lang jeden Tag perfekt blauer Himmel. Total verrückt. So, Leute, hier ist Ende. Würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt.